In der Natur sind Pflanzen ständig Umweltbedingungen ausgesetzt, die ihr Überleben gefährden könnten. Das können zum Beispiel schwere Überschwemmungen sein, langanhaltende Trockenheit oder nährstoffarme Böden. Zudem werden sie oft von Schädlingen, kleinen Insekten und mikrobiellen Krankheitserregern angegriffen. Da Pflanzen sich nicht bewegen können, haben sie Anpassungen an diese Bedingungen entwickelt. Und in vielen Fällen sind sie auf Mikroben angewiesen, die ihnen dabei helfen, sich den harten Bedingungen zu widersetzen. Während meiner Doktorarbeit habe ich die biologischen Interaktionen untersucht, die in der direkten Umgebung von Pflanzenwurzeln stattfinden. Diese Umgebung wird Rhizosphäre genannt, da sie noch von Pflanzensekreten beeinflusst wird. Wir haben beobachtet, dass nicht nur bestimmte Mikroben der Pflanze beim Überleben helfen können, sondern dass die Mikrobengemeinschaft als Ganzes wichtig für die Erhaltung der Pflanzengesundheit ist. Eine der am häufigsten angewandten Methoden zur Identifizierung von Mikroben basiert auf dem Next Generation Sequencing, bei der wir DNA-Sequenzen amplifizieren, die sich von Mikrobe zu Mikrobe unterscheiden. Durch die Anwendung dieser Methode haben wir und viele andere Forscher auf der ganzen Welt erkannt, dass es bei Pflanzen eine Kerngruppe von Bakterien gibt, die immer vorhanden ist, unabhängig von der Pflanzenart oder dem Ort, an dem sie wächst. Dies sagt uns, dass es ein konserviertes Signal gibt, das von allen Pflanzen gemeinsam genutzt wird und das einer der Ausgangspunkte für die Struktur von Bakteriengemeinschaften in Pflanzengeweben ist. Es ist wichtig, dieses Signal zu identifizieren, um die Agrarsysteme der nächsten Generation entwickeln zu können, bei denen die Pflanze und ihre Mikrobiota als Ganzes betrachtet werden. Die Arbeit mit Pflanzen ist allerdings manchmal schwierig und sehr zeitaufwendig. Deshalb entwickeln wir in der Gruppe von Ruben Garrido-Otter am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung ein neues Modellsystem auf der Basis von Mikroalgen. Konkret verwenden wir Chlamydomonas reinhardti, eine Bodenmikroalge, um zu verstehen, wie photosynthetische Organismen mit Bodenmikroben interagieren und diese zum Überleben in der Natur nutzen können. Chlamydomonas reinhardti, oder Chlammi, wie wir sie im Labor nennen, sekretiert wie eine Pflanze auch Stoffe in ihre Umgebung und ist in der Lage, bakterielle Gemeinschaften zu beeinflussen. Wir haben vor kurzem herausgefunden, dass Chlammi interessanterweise Bakteriengemeinschaften auf ganz ähnliche Art und Weise beeinflusst, wie Landpflanzen das tun. Das bedeutet, dass Chlammi ein geeignetes Modell sein könnte, um Pflanzen-Mikroben-Interaktionen schneller und einfacher zu verstehen. Dies wird uns hoffentlich helfen, dieses Forschungsgebiet für eine nachhaltigere Zukunft voranzubringen. Bleiben Sie dran!